Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Und nach den zwei Videos mit verborgenem Schicksal haben wir das neue Zwischenset am Start und das zeige ich euch nach dem Intro. Ja genau, Hidden Fates, verborgenes Schicksal ist ein Megaset und ich bin gespannt, wie dieses Schätzchen Tag Team All-Stars im Japanischen bei uns dann heißen wird im September und welche von den Karten dann genau auch bei uns erscheinen werden. Wir haben hier nämlich ein paar Karten drin, die schon als Promos bei uns rausgekommen sind und von daher bin ich gespannt, was wir aus diesem Schätzchen hier rausbekommen können. Was hier auf jeden Fall drin sind, sind Gold Tag Team Karten, unter anderem Mewtwo, Mew, Glurak, Reshiram, die drei Vögel. Also es sind schon richtig geile Karten plus alternative Karten, die sonst noch nirgendwo erschienen sind. Wie gesagt, bei uns teilweise schon in Promoboxen. Und ja, was ist sonst noch besonders an diesem Display? Wir haben in jedem Pack einen Hit und daher ist das Set halt auch sehr beliebt. Ich bin mal gespannt, ob sie sowas auch bei uns dann machen in dem Set. Und ja, was können wir sonst halt noch ziehen? Wir können hier ein God-Pack bekommen. Das wäre natürlich der Oberhammer. Da sind nur Premium-Hits drin. Keine Karten sonst, nur Premium-Hits. Und ich würde sagen, wir starten mal in das erste Booster und gucken, was hier so rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie der Kartentrick ist. Ob der müsste ja eigentlich so sein, wie bei den anderen japanischen. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit ein paar Displays geöffnet und dann schauen wir einfach mal, was wir haben. Und ich habe ihn verkackt! Im ersten Pack kommt gleich unser Secret Rare Hit und ich habe ihn gespoilert. So ein Scheiß! Aber eine sehr schöne Trainerkarte. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich habe es erstmal gleich komplett versiebt. Ja, also sehr, sehr schöner Hit. Ich hätte es einfach lassen. Es ist verdammte Scheiße. So, wir haben ein Mauzi, Iskala, Flamara, Wiederverwertungsenergie oder Wiederkehrungsenergie, ein Tuch, Vulnona, boah, Zapdos Holo, was für ein geiles Artwork, die gefällt mir richtig gut. Dahinter noch eine Prisma-Karte, auch sehr, sehr nice. Und ein Dedenne GX und eine Reverse Energie. So, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich mir das hier alles halbwegs hinsortiere. Und ja, auf jeden Fall unser Premium-Hit. Ich glaube, es gibt nur ein, zwei, weiß ich nicht so genau, wir schauen mal. Aber Chance auf Godpack haben wir ja sowieso noch. Also die Spannung bleibt auf jeden Fall, aber sehr, sehr nice Tag-Team-Trainerkarte und nehme ich wesentlich lieber als ein Loser, die einen Full-Up zieht, nämlich auch als Secret Rare drin. So, jetzt muss ich erstmal den Rest hier noch sleeven, sonst gibt es Ärger. Und dann machen wir auch gleich weiter. Ja, so viele Hitpuls in einem ist man einfach gar nicht gewohnt hier bei uns. Und darum musste ich jetzt selber erstmal klarkommen. Und ich werde jetzt hier nichts ändern mehr an den Karten. Ich werde sie so lassen, wie sie sind. Und dann schauen wir mal, was hier noch so rauskommt. Und wir haben hier ein Ohrdoch, ein Soroa. Das angesprochene Losardin als normale Karte. Ja, wie hieß der Ofen noch? Hitzeofen? Ich weiß es nicht mehr. Misty und Lorelei. Dann haben wir Snubili Cut. Boah, Tour Talk, auch sehr, sehr nices Artwork. Gefällt mir richtig gut als Holo. Dahinter noch ein Iveltal Holo. Und das Baby-Trio. Togepi, Pi und Fluffeluff. Sehr, sehr nice Karte. Ich weiß gar nicht, ich komm hier nicht mit klar. Das ist zu viel. Reverse Energie und eine Reverse Handtasche. So, also es dauert ein bisschen. Ich lege es erstmal hin und sleeve es dann ein. Also keine Angst, die bekommen alle Karten ihre Sleeves. Die Holos, das wird dann doch etwas zu viel. Die sleeve ich dann danach. Nur ich bin so ein Fan. Ich liebe Reverse Energien. Ich finde, die sehen einfach mega schick aus. Wenn ich spielen würde, würde ich versuchen, mir nur Reverse Energien ins Deck zu holen. Ich finde es einfach mega schön. Haben auch eine eigene Seite in meinem Binder. Es fliegen hier schon die Karte durch die Gegend. Und wir schauen mal, was als nächstes kommt. So, wir haben ein Taubsi, ein Sneebel, ein Magneton, der Jubelball. Da haben wir die beiden, die wir gerade in der Secret Rare Variante gezogen haben. Ich weiß leider überhaupt nicht, wie sie heißen. Reptane, oh, Melmetal in Holo, Victini in Holo.
und Kuplosio GX und die Metallenergie. Und als letztes ein Reverse Shiggy. So, ich muss mich wie gesagt hier erstmal ein bisschen organisieren und dann sleeven wir erstmal wieder fleißig ein. Man gut, ich habe so viele Sleeves da und dann kriegen wir das auch alles vernünftig hin. So, die beiden kommen erstmal zur Seite, vorsichtig und dann am Schluss. Ja, ich finde diese japanischen Golos, ich glaube, ich sage es einfach jedes Mal, mega schön. Also da kann man einfach nichts gegen sagen, die sehen einfach bombastisch gut aus. So, wir haben ein Kangama, ein Aquana, Alola Dicta, die ihr schön sammeln könnt, DLC, ne? Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon alle habt. Der, weiß nicht, ob es der Kraterberg ist, ich weiß nicht, was für ein Berg ist. Und dann, die drei kriege ich auch immer nicht hin. Wie er jetzt wie heißt, ein Agoyon, ein Fuego in GX und eine Unlichtenergie und hinten als Reverse ein Calamanero. Also, das ist doch auch eine nice Karte. Ich glaube, im Deutschen habe ich die tatsächlich auch. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier alle Reverse-Energien voll kriegen. Oder kriegen wir noch unser God-Pack? Das wäre natürlich der absolute Kracher. Dann raste ich aus. Aber es ist sehr schwer. Ich habe mal die Zahl gewusst, wie viele God-Packs es gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, wie hoch es ist. Ich habe es vergessen. Ich glaube, irgendwas bei jedes 250. Booster. Und ich glaube, wir haben hier nur 10 drin. Also ist nicht so groß. Zeraora, passend zum vergangenen Event im Juni, beziehungsweise jetzt noch Anfang Juli war es auch noch. Sehr, sehr nice. Gab es da als Shiny. Den Namen kriege ich nicht auf dem Schirm. Und Glurak Reshiram. Sehr, sehr schöne Karte. Die jetzt auch noch im Japanischen mal sammeln, passend zum Deutschen. Und wir haben noch eine Secret Rare, die Secret Rare Wasserenergie. Und hier hätte ich tatsächlich eine Karte nach vorne ziehen müssen. Also hatte ich am Anfang doch gar nicht so die dumme Idee. Entweder habe ich was im Pack verpasst oder, naja, ist ja auch egal. Aber eine wunderschöne Wasserenergie. Sehr, sehr nice. So, die Holos wieder beiseite. Und Glurak und Reshiram einmal gesleept. Ich gucke mal kurz, ob ich es nicht wirklich verdaddelt habe. Nee, also hier sind keine drin. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ist wie es ist. Also hatten wir mal First Pack Magic, ne? Ohne Ende. Und wir haben ein Flunschling. Ein wunderschönes Vulpix Charmian, der Reset-Stempel. Puh. Ich würde sagen, das sieht aus wie Volkner, aber da nichts nicht so aussieht, ist das wahrscheinlich nicht. Karpukime, Arktos in Holon, was für ein Blick. Schaut euch diesen nicen Blick an und hinterher noch ein Legi mit Giratina und ein wunderschönes Duo mit Quajutsu und Sorak. Die habe ich tatsächlich nie gezogen. Eine Reverse Energie Psycho und die Golden Boys. Ja, aber die Tag Team, wie gesagt, sehr, sehr nice. Habe ich im Deutschen. Besitze ich die nicht in keiner Form. Meine ich zumindest. Ich glaube, die habe ich nie gezogen. Das war ja mein Anfangsset, genauso wie Glurak Reshiram, die ich tatsächlich dann doch ziehen konnte. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. War auch in meinem Zusammenschnitt die einzige nicht alternative Artwork Gold oder Rainbow Karte, die ich da reingeschafft habe, weil ich mich da damals wirklich sehr, sehr drüber gefreut habe. So, und sind es doch mehr? Nee, jetzt haben wir noch 4 Packs. Ich packe es mal ein bisschen zur Seite. Wo wir noch die Chance auf ein God-Pack haben, also nur Secret Rares und dann somit auch noch die Chance auf unsere Goldkarte. Und wir haben hier ein Shillok. Ich meine, wenn eine Energie vorne ist, dann ist es ein God-Pack. Also dann wisst ihr, was Sache ist. Ein Wombel, ich weiß es gerade nicht, Porygon, eine Lady. Rote Herausforderung der Karategurt, glaube ich. Jirachi. Wenn das jetzt eine deutsche Karte wäre, wäre die verdammt viel wert. Sehr spielbare Karte. Dann ein Froyal, glaube ich. Und Pikachu und Zekrom. Also, die garantierten Hits, die gönnen uns aber richtig. Ich finde richtig, richtig nice Pulse. Also, da gibt es durchaus schlechtere. Die Feenenergie, die es leider nicht mehr gibt. Und die Metallkernbarriere in Reverse. Aber
Die Karten nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Also die letzten Hits hier, mega. Da gucken wir auch jetzt nochmal kurz drüber, was wir hier jetzt alles schon rausgepult haben, zumindest bei den krassen Hits. Hier unsere beiden Secret Rare, Wasser und das Trainer Tag Team. Und, also wie soll, ja, was soll man sagen? Wir können es mal so ein bisschen sortieren, um es mal durchzugehen. Fuero GX ist, glaube ich, für Unlichtdecks ganz gut gewesen, aber man muss es halt erst entwickeln. Kuplosio für Feuerdecks meine ich auch halbwegs spielbar. Die drei sind einfach nur süß, freut sich meine Freundin. Dann Pikachu Zekrom, eine der ikonischsten Karten. Das Tag Team feiere ich generell, auch wenn es, glaube ich, nicht so spielstark war. Quajutsu und Zorak. Glurak und Reishiram, sowieso eine absolut geile Karte und eine absolut spielbare Karte. Immer noch das Dedenne. Ja, und damit gehen wir in unsere letzten drei Booster und gucken, ob der Gott himself unsere Packs gesegnet hat. Ich bin schon mega hyped auf das September-Set, also schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht. Ich habe da so Bock drauf. Da es keine Shinies gibt, vermute ich, dass es nicht so durch die Decke gehen wird wie Hidden Fates. Weil inzwischen bekommt man ja auch schimmernde Legenden, wo wir auch ein paar Shinies drin haben, relativ gut wieder, sowohl online als auch bei manchen Händlern. Von daher vermute ich, dass das Set nicht so krass wird, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Und da hat Mewtwo, würde ich sagen, auch Bock drauf, Katagami und noch eine wunderbare Tag-Team, Knackrack und Giratina zuzüglich zur Wasserenergie und ein Xiao, was sehr Müll ist. Ja, sehr, sehr schön. Aber ja, ich bin gehypt aufs Set. Jetzt, wo ich das hier aufmache, habe ich eigentlich auch echt Bock, noch so ein japanisches Set mir zu holen. Also muss ich mal überlegen, ob ich das nochmal machen will. Diesen Monat auf jeden Fall nicht mehr. und dann schauen wir mal, was so geht. So, das vorletzte Pack wird geöffnet. Was kriegen wir hier noch raus? Ich bin gespannt. Ach, wo ich vorhin noch abgestorben bin. Ich bin echt gespannt, ob sie uns auch die Garantie-Hits geben. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie es machen, weil es gab es im Japanischen doch immer schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Set hieß. Da gab es aber auch garantierte GX-Pulls. Mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant werden. Was nicht so interessant ist, Porygon-Set, und was gar nicht interessant ist, Krypuk und ein Flunkiefer, Elektroenergie und die Kampfschule. Flunkiefer, das ist einfach ein Pokémon, weiß ich nicht, das ist an mir vorbeigegangen. Gefällt mir ehrlicherweise nicht so. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Fee Stahl ist zwar eine nice Typen-Kombo, aber so designtechnisch hat es mich nicht wirklich umgehauen. Aber jetzt sehen wir eine Energie. Sehen wir zuerst eine Energie. Leider nein. Also, Godpack blieb uns verwehrt. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier noch an schönen Holos und was für eine schöne DX-Karte wir bekommen. Eins der schönsten Evoli-Artworks meiner Meinung nach, auch wenn es ein bisschen traurig aussieht. Der verlorene Blick gefällt mir richtig gut. Hier der alternative Pokécom 3.0. Ja, wusste ich auch mal, wie die Karte hieß. Aber es ist sehr elektrolastig. Hier kommt der Volkner. Elektrolastik, Magneson, Hooper als Holo und unsere letzte GX ist Trombok und Zwirklo. Und da ich mir die Box nicht gekauft habe, besitze ich diese Karte jetzt auch zum ersten Mal. Daher ein sehr, sehr schöner Abschluss. Wir haben nochmal eine Stahlenergie und ein Agoyon. Ja, damit ist die schöne Box Tag Team All-Stars geleert. Es war wieder schön, was Japanisches aufzumachen. Ich feiere diese Karten einfach. Das macht mega Bock. Vor allem mit diesen Garantie-Hits und dem Nervenkitzel, was denn ein Secret Rare oder God Pack eventuell kommen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Über Like und Abo freue ich mich riesig. Ich weiß schon, was wir fürs 200-Abo-Special machen, wenn wir da mal hinkommen. Wir sind auf einem guten Weg. Von daher, lasst mir gerne Support da. Ich freue mich sehr. Checkt auch Instagram ab. Da mache ich immer wieder Abstimmungen. Oder da können wir auch miteinander schreiben, wenn ihr Bock habt. Der eine oder andere nutzt das schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.